Ist das schön. Endlich wieder zu Hause im Ernst-Deutsch-Theater, auf der Plattformbühne, auf dem Berg, in Davos, der zaubern kann. Genau wie wir. Wir können auch zaubern. Gemeinsam. Ich bin gespannt, ob ich die Seite finde. Und dann träumen wir uns rein in die Geschichte. Plötzlich fühlte er sein Handgelenk, das rechte, von der Hand Peeperkorns umfasst. Jetzt fasst er mich am Handgelenk, dachte er. Na lächerlich, was sitze ich da wie ein begossener Pudel? Habe ich mich schuldhaft vergangen gegen ihn? Keine Spur. Zuerst hat der Mann in Dagestan sich zu beklagen und dann dieser und jener und dann ich. Und er hat sich meines Wissens überhaupt noch nicht zu beklagen. Das schlägt mir also das Herz. Es ist hohe Zeit, dass ich mich aufrichte und ihm frank, wenn auch ehrerbietig, in das großmächtige Antlitz blicke. So tat er. Das großmächtige Antlitz war gelb, die Augen blickten blass unter angezogener Stirnlineatur. Der Ausdruck der zerrissenen Lippen war bitter. Sie lasen einer in des anderen Augen, der große Alte und der unbedeutende junge Mann, in dem der eine fortfuhr, den anderen am Handgelenk zu halten. Endlich sprach Peeperkorn leise: Sie waren Clavdiers Geliebter bei ihrem vorigen Aufenthalt. Hans Castorp ließ noch einmal den Kopf sinken, richtete ihn aber gleich wieder auf und sagte nach einem tiefen Atemzug: Mein Herr Peeperkorn, es widersteht mir im höchsten Grade, Sie zu belügen. Und ich suche nach einer Möglichkeit, das zu vermeiden. Es ist nicht leicht. Ich prahle, wenn ich Ihre Feststellung bestätige. Und ich lüge, wenn ich sie leugne. Das ist so zu verstehen. Ich habe lange Zeit, sehr lange Zeit, mit Clavdia, verzeihen Sie, mit Ihrer gegenwärtigen Reisebegleiterin zusammen in diesem Hause gelebt, ohne sie gesellschaftlich zu kennen. Das Gesellschaftliche schied aus in unseren Beziehungen oder in meinen Beziehungen zu ihr, von denen ich sagen will, dass ihr Ursprung im Dunkeln liegt. Ich habe Clavdia in meinen Gedanken nie anders als du genannt und auch in Wirklichkeit nie anders. Denn der Abend, an dem ich gewisse pädagogische Fesseln, von denen schon kurz die Rede war, abstreifte und mich ihr näherte, unter einem Vorwand, der mir von früher her nahe lag, war ein maskierter Abend, ein Faschingsabend, ein unverantwortlicher Abend. Ein Abend bist du, in dessen Verlauf das Du auf traumhafte und unverantwortliche Weise vollen Sinn gewann. Er war aber zugleich der Vorabend von Clavdias Abreise. Vollen Sinn, wiederholte Peeperkorn. Sie haben das sehr artig. Er ließ Hans Castorp los und begann sich mit den Flächen seiner langen, nägeligen Kapitänshände beide Gesichtshälften zu massieren, Augenhöhlen, Wangen und Kinn. Dann faltete er die Hände auf dem weinbesudelten Laken und legte den Kopf auf die Seite, die linke Seite, gegen den Gast hin, so dass es einem Abwenden des Gesichtes gleichkam. Ich habe Ihnen so richtig wie möglich geantwortet, mein Herr Peeperkorn, sagte Hans Castorp, und mich gewissenhaft bemüht, weder zu viel noch zu wenig zu sagen. Es kam mir vor allem darauf an, Sie bemerken zu lassen, dass es gewissermaßen freisteht, jenen Abend des vollen Du und des Abschieds mitzählen zu lassen oder nicht, dass er ein aus aller Ordnung und beinahe aus dem Kalender fallender Abend war, ein Hors d'œuvre sozusagen,
Ein Extraabend, ein Schaltabend, 29. Februar. Und dass es also nur eine halbe Lüge gewesen wäre, wenn ich Ihre Feststellung geleugnet hätte? Peeperkorn antwortete nicht. Ich habe es vorgezogen, fing Hans Castorp nach einer Pause wieder an, Ihnen die Wahrheit zu sagen, auf die Gefahr hin, dadurch Ihres Wohlwollens verlustig zu gehen, was ganz offen gestanden ein empfindlicher Verlust für mich wäre. Ich kann wohl sagen, ein Schlag, ein wirklicher Schlag, den man wohl in Vergleich stellen könnte mit dem Schlag, den es für mich bedeutete, als Frau Chauchat nicht allein, sondern als ihre Reisebegleiterin hier wieder eintraf. Ich habe es auf diese Gefahr ankommen lassen, weil es längst mein Wunsch gewesen ist, dass Klarheit zwischen uns, zwischen Ihnen, dem ich so außerordentlich verehrungsvolle Empfindungen entgegenbringe, und mir herrschen möge. Das schien mir schöner und menschlicher. Sie wissen, wie Klavdia das Wort ausspricht, mit ihrer zauberhaft belegten Stimme, so reizend gedehnt, als Verschwiegenheit und Verstellung. Und insofern ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, als Sie vorhin Ihre Feststellung machten. Keine Antwort. Noch eins, mein Herr Peeperkorn, fuhr Hans Castorp fort. Noch eins ließ mich wünschen, Ihnen reinen Wein einschenken zu dürfen, nämlich die persönliche Erfahrung, wie irritierend die Unsicherheit des Angewiesenseins auf halbe Vermutungen in dieser Richtung wirken kann. Sie wissen nun, wer es war, mit dem Klavdia, bevor das gegenwärtige positive Rechtsverhältnis sich herstellte, das nicht zu respektieren natürlich ausgemachter Wahnsinn wäre, einen 29. Februar erlebt, verbracht, begangen hat. Ich habe für meinen Teil diese Klarheit nie gewinnen können, obgleich ich mir klar darüber war, dass jeder, der in die Lage kommt, darüber nachzudenken, mit solchen Vorgängen, ich meine eigentlich Vorgängern, rechnen muss. Und obgleich ich ferner wusste, dass Hofrat Behrens, der, wie Sie vielleicht wissen, in Öl deletiert, im Laufe vieler Sitzungen ein hervorragendes Porträt von ihr angefertigt hatte, von einer Anschaulichkeit in der Wiedergabe der Haut, die unter uns gesagt zu starkem Stutzen Anlass gibt. Das hat mir viel Qual und Kopfzerbrechen verursacht und tut es noch heute. Sie lieben sie noch? Fragte Peeperkorn, ohne seine Stellung zu verändern, das heißt mit abgewandtem Gesicht. Das große Zimmer sank mehr und mehr in Dämmerung. Entschuldigen Sie, mein Herr Peeperkorn, antwortete Hans Castorp, aber meine Empfindungen für Sie, Empfindungen größter Hochachtung und Bewunderung, würden es mir nicht als schicklich erscheinen lassen, Ihnen von meinen Empfindungen für Ihre Reisebegleiterin zu sprechen. Und teilt sie, fragte Peeperkorn mit stiller Stimme, diese Empfindungen auch heute noch? Ich sage nicht, dass sie jemals geteilt hat. Das ist wenig glaubwürdig. Wir haben diesen Gegenstand vorhin theoretisch berührt, als wir von der reaktiven Natur der Frauen sprachen. Mir ist natürlich nicht viel zu lieben. Was habe denn ich für ein Format? Urteilen Sie selbst. Wenn es da zu einem 29. Februar kommen konnte, so ist das einzig und allein der weiblichen Bestechlichkeit durch die primäre Wahl des Mannes zuzuschreiben, wozu ich bemerken möchte, dass ich mir renommistisch und geschmacklos vorkomme, indem ich mich einen Mann nenne. Aber Klavdia ist jedenfalls eine Frau. Sie folgte dem Gefühl, murmelte Peeperkorn mit zerrissenen Lippen. Wie sie es in ihrem Fall weit gehorsamer tat, sagte Hans Castorp, und wie sie es aller Wahrscheinlichkeit nach schon manches liebe Mal getan hat, darüber muss jeder sich klar sein, der in die Lage kommt.
Halt! Sprach Peppercorn, immer noch abgewandt, aber mit einer Gebärde der flachen Hand gegen seinen Unterredner. Sollte es nicht gemein sein, dass wir so über Sie sprechen? Doch nicht, mein Herr Peppercorn, nein. Da glaube ich, Sie völlig beruhigen zu können. Es ist ja von menschlichen Dingen die Rede. Das Wort menschlich im Sinne der Freiheit und der Genialität genommen. Verzeihen Sie den möglicherweise etwas geschraubten Ausdruck, aber der Bedarfsfall brachte mich kürzlich dazu, ihn mir anzueignen. Gut, fahren Sie fort, befahl Peppercorn leise. Auch Hans Castorp sprach leise, auf der Kante seines Stuhles am Bette sitzend, gegen den königlichen alten Mann geneigt, die Hände zwischen den Knien. Denn sie ist ja eine geniale Existenz, sagte er. Und der Mann hinter dem Kaukasus. Sie wissen doch wohl, dass sie einen Mann hinter dem Kaukasus hat. Bewilligt ihr ihre Freiheit und Genialität, sei es aus Stumpfheit, sei es aus Intelligenz, ich kenne den Burschen nicht. Jedenfalls tut er wohl daran, sie ihr zu bewilligen, denn es ist die Krankheit, die sie ihr verleiht. Das geniale Prinzip der Krankheit, dem sie untersteht. Und jeder, der in die Lage kommt, wird gut tun, seinem Beispiel zu folgen und sich nicht zu beklagen, weder rückwärts noch vorwärts. Sie beklagen sich nicht, fragte Peppercorn und wandte ihm das Antlitz zu. Es schien fahl in der Dämmerung. Die Augen blickten bleich und matt unter der idolhaften Stirnlineatur. Der groß zerrissene Mund stand halb geöffnet wie bei einer tragischen Maske. Ich dachte nicht, antwortete Hans Castorp bescheiden, dass es sich um mich handle. Meine Worte bezwecken, dass Sie sich nicht beklagen, mein Herr Peppercorn, und mir nicht um früherer Vorkommnisse willen Ihr Wohlwollen entziehen. Darauf kommt es mir an in dieser Stunde. Dessen ungeachtet muss es ein großer Schmerz gewesen sein, den ich Ihnen unwissentlich zugefügt habe. Wenn das eine Frage ist, versetzte Hans Castorp, und wenn ich sie bejahe, so soll das vor allen Dingen nicht heißen, dass ich den enormen Vorzug Ihrer Bekanntschaft nicht zu schätzen wüsste, denn dieser Vorzug ist ja mit der Enttäuschung, von der Sie sprechen, untrennbar verbunden. Ich danke, junger Mann, ich danke. Ich schätze die Artigkeit Ihres kleinen Wortes. Allein von unserer Bekanntschaft abgesehen. Es ist schwer davon abzusehen, sagte Hans Castorp, und es empfiehlt sich für mich auch gar nicht, davon abzusehen, um Ihre Frage in aller Anspruchslosigkeit zu bejahen. Denn dass es eine Persönlichkeit Ihres Formates war, in deren Begleitung Clavdia zurückkehrte, konnte das Ungemach, das für mich darin lag, dass sie überhaupt in Begleitung eines anderen Mannes zurückkehrte, natürlich nur verstärken und verwickelter gestalten. Es hat mir bedeutend zu schaffen gemacht und tut es heute noch, das leugne ich nicht. Und ich habe mich absichtlich nach Kräften an die positive Seite der Sache gehalten. Das heißt, an meine aufrichtige Verehrungsgefühle für Sie, mein Herr Peppercorn. Worin übrigens nebenbei eine kleine Bosheit gegen Ihre Reisebegleiterin lag. Denn die Frauen sehen es gar nicht besonders gern, wenn ihre Liebhaber zusammenhalten. In der Tat, sagte Peppercorn und verbarg ein Lächeln, indem er mit der hohlen Hand über Mund und Kinn strich, als bestünde die Gefahr, dass Frau Chauchat ihn lächeln sähe. Auch Hans Castorp lächelte diskret, und dann nickten sie beide im Einverständnis vor sich hin. Diese kleine Rache, fuhr Hans Castorp fort, war mir am Ende zu gönnen, denn soweit ich in Frage komme, habe ich wirklich einigen Grund, mich zu beklagen. Nicht über Clavdia und nicht über Sie, mein Herr Peppercorn, aber mich allgemein zu beklagen, meines Lebens und Schicksals wegen. Und da ich die Ehre Ihres Vertrauens genieße und dies eine so durch und durch eigentümliche Dämmerstunde ist, so will ich mich wenigstens andeutungsweise darüber zu äußern versuchen. Ich bitte darum,
sagte Peeperkorn höflich, worauf Hans Castorp fortfuhr. »Ich bin seit langer Zeit hier oben, mein Herr Peeperkorn. Seit Jahren und Tagen, genau weiß ich es nicht, wie lange. Aber es sind Lebensjahre. Darum sprach ich von Leben. Und auch auf das Schicksal werde ich im rechten Augenblick noch zurückkommen. Mein Vetter, den ich etwas zu besuchen dachte, ein Militär, der es redlich und brav im Sinne hatte, das half ihm nichts, ist mir hier weggestorben und ich bin immer noch da. Ich war nicht Militär, ich hatte einen Zivilberuf, wie Sie vielleicht gehört haben, einen handfesten und vernünftigen Beruf, der angeblich sogar in völkerverbindende Richtung wirkt, aber ich war ihm nie sonderlich verbunden, das gebe ich zu. Und zwar aus Gründen, von denen ich nur sagen will, dass sie im Dunklen liegen. Sie liegen da zusammen mit den Ursprüngen meiner Empfindungen für Ihre Reisebegleiterin. Ich nenne sie ausdrücklich so, um zu bekunden, dass es mir nicht einfällt, an der positiven Rechtslage rütteln zu wollen. Meine Empfindungen für Clawdia Chauchat und meines Duzverhältnisses zu ihr, das ich nie verleugnet habe, seit ihre Augen mir zuerst begegneten und es mir antaten, es mir in unvernünftigem Sinne antaten. Verstehen Sie? Ihr Zuliebe und Herrn Settembrini zum Trotz habe ich mich dem Prinzip der Unvernunft, dem genialen Prinzip der Krankheit unterstellt, dem ich freilich wohl von langer Hand und jeher schon unterstand und bin hier oben geblieben. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange. Ich habe alles vergessen und mit allem gebrochen, mit meinen Verwandten und meinem flachländischen Beruf und allen meinen Aussichten. Und als Clawdia abreiste, habe ich auf sie gewartet, immer hier oben gewartet, so dass ich nun dem Flachland völlig abhanden gekommen und in seinen Augen so gut wie tot bin. Das hatte ich im Sinn, als ich von Schicksal sprach und mir anzudeuten erlaubte, dass es mir allenfalls zustände, mich über die gegenwärtige Rechtslage zu beklagen. Ich habe einmal eine Geschichte gelesen, nein, ich habe sie im Theater gesehen, wie ein gutmütiger Junge, er war übrigens Militär wie mein Vetter, es mit einer reizenden Zigeunerin zu tun bekommt. Sie war reizend mit einer Blume hinter dem Ohr, ein wildes, fatales Frauenzimmer. Und sie tat es ihm dermaßen an, dass er vollständig entgleiste, ihr alles opferte, fahnenflüchtig wurde, mit ihr zu den Schmugglern ging und sich in jeder Richtung entehrte. Als er soweit war, hatte sie genug von ihm und kam mit einem Matador daher, einer zwingenden Persönlichkeit mit prachtvollem Bariton. Es endete damit, dass der kleine Soldat, kreideweiß im Gesicht und in offenem Hemd, sie vor dem Zirkus mit seinem Messer erstach, worauf sie es übrigens geradezu angelegt hatte. Es ist eine ziemlich beziehungslose Geschichte, auf die ich da komme. Aber schließlich, warum fällt sie mir ein? Mein Herr Peeperkorn hatte bei Nennung des Messers seine Sitzlage im Bette etwas verändert, war kurz beiseite gerückt, indem er rasch das Gesicht seinem Gaste zugewandt und ihm forschend ins Auge geblickt hatte. Jetzt richtete er sich besser auf, stützte sich auf den Ellbogen und sprach: Junger Mann, ich habe gehört und ich bin nun im Bilde. Erlauben Sie mir aufgrund Ihrer Mitteilungen eine loyale Erklärung. Wäre mein Haar nicht bleich und wäre ich nicht mit malignem Fieber geschlagen, so sehen Sie mich bereit, Ihnen von Mann zu Mann die Waffe in der Hand Genugtuung zu geben für die Unbill, die ich Ihnen unwissentlich angetan, und zugleich für diejenige, die meine Reisebegleiterin Ihnen zugefügt und für die ich ebenfalls aufzukommen habe. Perfekt, mein Herr. Sie sehen mich bereit. Wie aber die Dinge liegen, so erlauben Sie mir, einen anderen Vorschlag dafür einzusetzen. Es ist der folgende. Ich erinnere mich eines gehobenen Augenblicks
gleich zu Anfang unserer Bekanntschaft. Ich erinnere mich daran, obgleich ich damals dem Weine stark zugesprochen hatte. Eines Augenblicks also, da ich, angenehm berührt von ihrem Naturell, im Begriffe stand, ihnen das brüderliche Du anzubieten, mich aber dann der Einsicht nicht entzog, dass es ein etwas übereilter Schritt gewesen wäre. Gut, ich beziehe mich heute auf diesen Augenblick. Ich komme auf ihn zurück. Ich erkläre den damals beschlossenen Aufschub für abgelaufen. Junger Mann, wir sind Brüder. Ich erkläre uns dafür. Sie sprachen von einem Du vollen Sinnes. Auch das Unsrige wird vollen Sinn haben. Den Sinn der Brüderlichkeit im Gefühl. Die Genugtuung, die ihnen mit der Waffe zu geben, Alter und Unpässlichkeit mich hindern. Ich biete sie ihnen in dieser Form. Ich biete sie ihnen in Form eines Bruderbundes, wie man ihn sonst wohl gegen Dritte, gegen die Welt, gegen jemanden schließt und den wir im Gefühl für jemanden schließen wollen. Nehmen Sie Ihr Weinglas, junger Mann, während ich wieder zu meinem Wasserglas greife, durch das diesem Sauserchen weiter kein Unrecht geschieht. Und mit leicht zitternder Kapitänshand füllte er die Gläser, wobei Hans Castorp ihm in ehrerbietiger Bestürzung behilflich war. »Nehmen Sie«, wiederholte Peeperkorn, »kreuzen Sie den Arm mit mir und trinken Sie auf diese Weise, trinken Sie aus.« »Perfekt, junger Mann, erledigt, hier meine Hand. Bist du zufrieden?« »Das ist natürlich gar kein Ausdruck, mein Herr Peeperkorn«, sagte Hans Castorp, dem es etwas schwer gefallen war, das volle Glas in einem Zuge auszutrinken, und trocknete seine Knie mit dem Taschentuch, da Wein darauf hinabgeflossen war. »Ich bin hoch beglückt, will ich lieber sagen, und kann es noch gar nicht fassen, wie mir das so auf einmal zuteil geworden. Es ist mir offen gestanden wie ein Traum.« »Das ist eine gewaltige Ehre für mich. Ich weiß nicht, wie ich sie verdient haben soll, höchstens auf passive Weise, auf andere gewiss nicht. Und man darf sich nicht wundern, wenn es mich anfangs abenteuerlich anmutet, die neue Anrede über die Lippen zu bringen, wenn ich darüber stolpere, zumal in Clavdias Gegenwart, die vielleicht nach Frauenart nicht ganz einverstanden sein wird mit diesem Arrangement.« »Lass das meine Sache sein«, erwiderte Peeperkorn. »Und das andere, Sache der Übung und Gewohnheit. Und nun geh, junger Mann, verlasse mich, mein Sohn. Es ist dunkel, der Abend ist völlig hereingebrochen. Unsere Geliebte kann jeden Augenblick zurückkehren. Und eine Begegnung zwischen euch wäre eben jetzt vielleicht nicht das Schicklichste.« »Lebe wohl, mein Herr Peeperkorn«, sagte Hans Castorp und stand auf. »Sie sehen, ich überwinde meine berechtigte Scheu und übe mich schon in der tollkühnen Anrede. Richtig, es ist ja finster geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass plötzlich Herr Settembrini hereinkäme und das Licht andrehte, damit Vernunft und Gesellschaftlichkeit Platz griffen. Er hat nun einmal die Schwäche. Auf morgen. Ich gehe dermaßen vergnügt und stolz von hier fort, wie ich es mir nicht im Entferntesten hätte träumen lassen. Recht gute Besserung. Es kommen nun mindestens 3 fieberfreie Tage für dich, an denen sie allen Anforderungen gewachsen sein werden. Es freut mich, als ob ich du wäre. Gute Nacht.« Tja.
Ich sage Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Tag. Ich wünsche eine gute Nacht mit zauberhaften Träumen. Und ich wünsche Gesundheit. Alles wie immer. Kommen Sie morgen wieder. Tschüss.